Campus der BHAG BH Stegersbach werden Schul- und Freizeitpädagogik an einem Standort zusammengefasst. Neben der wirtschaftlichen Ausbildung der Handelsakademie und der Handelsschule stehen in der Freizeit Zusatzmodule zur Verfügung. Um das alles der Öffentlichkeit zu präsentieren, veranstaltet die Schule einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür. Im Unterschied zu anderen Schulen haben die Besucher hier die Möglichkeit, die Schule spielerisch durch ein Campus-Monopoly-Spiel kennenzulernen. Bei der Bank bekommt man nach einer Anmeldung ein Startgeld, das man bei verschiedenen Stationen einsetzen kann. Dort sind dann knifflige Aufgaben zu lösen. Am Ende der Stationen kann man das erspielte Geld gegen eine Belohnung eintauschen. Unter den vielen Besuchern haben wir Landtagspräsidentin Verena Dunz gesehen, die sich als einzige Politikerin die Zeit genommen hat, die Spielstationen durchzuspielen. Wir haben sie bei einigen Stationen begleitet. Willkommen bei uns im Campus der BHAG BH Stegersbach. Mein Name ist Julia Schröder. Mein Name ist Jakob. Wir beide besuchen den 4. Jahrgang. Heute zum Tag der offenen Tür haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Es ist keine normale Führung, sondern ein Spiel. Am Anfang des Spiels bekommt jeder von uns einen Spielplan und 10 Spielkarten starten. Dann werden die Schüler in Gruppen eingeteilt und der Gruppenführer bzw. die Gruppenführerin wird dann die Schüler über das Spiel begleiten. Bei jeder Station hat der Schüler die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das bedeutet zum Beispiel bei der Station Fußball, wenn man 2 Scheine setzt, das Ziel trifft, bekommt man 4 Scheine zurück. Am Ende des Spiels werden alle Scheine zusammengezählt und die Besten kommen dann auf die Top-Liste und haben die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Der Sieger bzw. Siegerin wird dann über die Schule per Telefon oder über E-Mail benachrichtigt. So, nun könnte das Spiel beginnen. Sie könnten jetzt einen Spielplan ausfüllen und die Geld abholen. Das machen wir auf alle Fälle. Ganz sicher. Ja, danke schön. Dann fülle ich jetzt aus. Interviews mit Landtagspräsidentin Verena Dunst und Direktor Magister Chris Wagner führte Schulsprecher Jakob Peischl. Wir sind heute hier beim Tag der offenen Tür vom Campus BHAG BH Stegersbach und ich darf heute die Landtagspräsidentin, große Ehre, dass Sie heute hier waren, Verena Dunst, ein kurzes Interview geben. Verena, erstmal, wie war heute der Tag für Sie? Ja, zunächst einmal herzliche Gratulation.
Der Tag, der Tag der offenen Tür in der Hack, in der Haas Stegersbach, Golfhack natürlich auch integriert, ist immer ein Erlebnis. Die Schule, der Herr Direktor, alle Professorinnen und Professoren, aber auch die Schülerinnen und Schüler verstehen es, die Gäste gut aufzunehmen, sie natürlich auch gut mit Kaffee und vielen anderen zu verwöhnen, aber vor allem tolle, interessante Stationen aufgebaut, die natürlich einen ordentlich fordern und da kann man auch verstehen, was man in dieser Schule lernt. Also ich kann nur gratulieren, eine ganz tolle Win-Win-Situation für die Schule. Gratulation an alle. Vielen lieben Dank. Ja, was waren denn heute? Wir hatten nämlich heute ein Spiel. Die Schüler haben heute und auch Sie haben die Schule spielerisch kennengelernt. Was waren denn vielleicht so Schwierigkeiten, die Sie heute hatten, vielleicht an den Stationen? Zunächst einmal, wenn man da reingeht, kriegt man mal Spielgeld. Und da kommt natürlich die Sucht gleich hoch, da hoch einzusetzen, weil es Gott sei Dank nicht um echtes Geld geht. Daher ist die Versuchung, da mit dem Geld zu spielen und das Geld natürlich zu steigern und hier einzusetzen, ist natürlich sehr groß. Ich bin dieser Versuchung natürlich auch nicht widerstanden, aber eingesetzt. Tolle Stationen, wo ich als Erwachsene mit doch sehr großer Lebenserfahrung dort oder da nachdenken musste. Aber ich gebe es ganz ehrlich zu, man blamiert sich nicht. Es gibt immer gute Einsager. Sehr imponiert hat mich beispielsweise die sprachliche Situation. Hier wirklich vier Sprachen kompetent zu antworten, zuzuordnen, da muss man schon ein bisschen nachdenken. Sehr gut auch natürlich die Werbestrategie, Marketing. Das ist natürlich ein Teil dieser Schule. Und da muss man genau schauen, okay, mit welchen werbetechnischen Maßnahmen arbeitet hier das Management beispielsweise von Adidas und von vielen anderen. Also das ist schon eine Herausforderung. Kann man sehr viel lernen dabei. Es war toll. Und ich glaube, gib's ehrlich zu, auch die sportliche Aktivität hat mich sehr fasziniert. Und ich habe hier zwar einmal mit Erfolg, aber bei der zweiten Station, es ist mir ein bisschen misslungen, aber es war herrlich. Also rundum zusammengefasst, ein tolles Paket, das hier auf die Gäste, auf die Besucherinnen und Besucher wartet. Und die Schülerinnen und Schüler machen das hervorragend. Ja, danke für Ihr Feedback erstmal. Und ja, Sie haben ja ziemlich viel Geld gewonnen. Was machen Sie jetzt mit dem Geld? Schade, dass man dieses Geld nicht beim dritten Weltladen einsetzen kann, sonst hätte ich dort gleich alles ausgegeben, weil ich die dritte Weltunterstützung und den dritten Weltladen sehr gut finde. Aber ich habe mir das auszahlen lassen und freue mich schon, weil wir einen guten Kaffee in der Hack trinken. Wir sind heute am Tag der offenen Tür der BHAG, BH Stegersbach. Ich habe heute hier den Direktor, Magister Wagner. Und ich werde jetzt dem Direktor einfach Fragen stellen, heute zum Tag der offenen Tür. Und erstmal die erste Frage, ja, wie kamen Sie drauf, dieses spannende Campus-Monopoly-Spiel ins Leben zu rufen? Ja, die Idee kommt nicht von mir alleine, sondern wir haben ein Lehrerteam, das sich damit befasst hat. Wichtig ist es für uns, die Wirtschaft erlebbar zu machen. Und das soll jetzt durch dieses Spiel einfach mal der Grundstein sein, dass Sie sehen oder dass die zukünftigen Schüler sehen, wie funktioniert Wirtschaft. Okay, wie zufrieden sind Sie denn heute mit den Teilnehmerzahlen, mit den Besuchern, die heute dieses Spiel genossen haben? Ja, wir haben wieder ein volles Haus gehabt. Das ist natürlich immer gut, wenn viele Interessenten da sind. Wir haben auch tolle Ergebnisse bei den Spieleinsätzen und bei den Spielerträgen. Haben die Schüler Wirtschaft, ich habe gerade geschaut, die Besten haben aus 10 Punkten Einsatz bis zu 3600 und mehr Punkten erwirtschaftet. Also man sieht, die Schüler haben auch ein Gespür für Wirtschaft. Ja, die BHAG, BH Stegersbach ist ja momentan sehr stark in der Presse vertreten, weil die BHAG, BH Stegersbach, zwei Schüler haben das Plakatwettbewerb gewonnen. Wie stolz sind Sie da auf Ihre Schule? Man ist immer stolz, wenn Schüler einen Preis gewinnen. Vor allem war das ein Wettbewerb des Landes Burgenlands, ausgeschrieben von der Landtagspräsidentin, mit Politik erleben. Es waren über 80 Einsendungen und dass unsere Schülergruppe den ersten Platz gemacht hat, macht einen immer stolz und man freut sich natürlich mit den Schülern. Schön. Und ja, was plant Ihre Zukunft, also Ihre Schule noch für die Zukunft? Das ist eine interessante Frage. Wie geht es weiter? Ja. Wichtig ist auf jeden Fall, unsere gute Ausbildung zu sichern, die Schülerzahl zu sichern, damit wir gute Absolventen auf den Arbeitsmarkt bringen. Vielen herzlichen Dank, Herr Direktor, heute für das Interview. Danke, gerne. Dankeschön. Gut gemacht.